sei das Polynom B definiert durch P von z gleich z hoch 6 plus 3z hoch 4 minus z hoch 3 minus 3z. Zwei Aufträge. Auftrag A: Zerlege das Polynom in Faktoren ersten oder zweiten Grades. Auftrag B: Löse in der Menge C die Gleichung P von z gleich 0. Beginnen wir mit der Faktorisation von diesem Polynom. Zuerst gruppieren wir c hoch 6 mit c hoch 3 und 3z hoch 4 mit minus 3z. So. Warum? Weil wir in dieser ersten Zweiergruppe z hoch 3 ausklammern können und in der zweiten Zweiergruppe 3z ausklammern können. Und dann stellen wir fest, dass zwischen Klammern genau dasselbe bleibt. Also können wir jetzt diese Klammern insgesamt ausklammern. Jetzt haben wir das Produkt von diesen beiden Klammern. In der ersten Klammer steht z hoch 3 minus 1 hoch 3. Wir können also die binomische Formel anwenden. A hoch 3 minus b hoch 3. Das macht a minus b mal a Quadrat plus ab plus b Quadrat. In der zweiten Klammer können wir z ausklammern und zwischen Klammern bleibt dann z Quadrat plus 3. Somit haben wir dieses Polynom p von z in die gewünschte Form faktorisiert. Jetzt kommen wir zu b. Wir sollen jetzt lösen die Gleichung p von z gleich 0, also dieses Produkt gleich 0. Und da wenden wir die Regel vom Nullprodukt an. Das heißt, der erste Faktor ist 0, das ist, wenn z 1 ist. Der zweite Faktor ist 0, das ist eine Gleichung zweiten Grades. Die Lösungen sind z gleich minus 1 plus minus i mal die Quadratwurzel von 3 geteilt durch 2. Der dritte Faktor ist 0, wenn z 0 ist. Und der vierte Faktor ist 0, wenn z plus minus i mal Quadratwurzel von 3 ist. Und somit haben wir diese sechs Lösungen von dieser Gleichung gefunden und stecken sie in die Lösungsmenge hinein. Somit ist dieser doppelte Auftrag erledigt.